Leute. Hallo Leute. Okay. Hallo, ich bin der Pascal. Und ich bin Kalatze. Und das ist die Pascal und Kalatze Show. Wir sind die Innenseite, wir nennen uns Innenseite. Keine Ahnung, warum, ist uns spontan eingefallen. Ja, das ist unser erstes Video. Unser Video ist Comedy. Wir hoffen, es gefällt euch, wir hoffen, ihr schaut es an, wir hoffen auch natürlich, ihr werdet es weiterleiten. Sagt es euren Freunden, sagt es euren, weiß ich, Verwandten, wenn ihr zum Beispiel Cousin habt oder so. Ja, sagt es einfach bitte weiter. Wir fangen gleich an mit einem Gast. Wir haben einen Gastauftritt von Sebastian Eckert, den wir ein bisschen interviewen werden. Bitte Applaus. Jo, was geht ab? Hallo Sebastian. Wie geht's, Kahn? Servus. Wie geht's, Pascal? Okay, wir wollen unseren Gast ein bisschen interviewen. Und zwar interessiert uns zum Beispiel Wohnort, Familie, hat er Frau, hat er Kinder, wo arbeitet er? Fangen wir mit der Arbeit an, bitte. Also wo arbeiten Sie, Herr Eckert? Also ich arbeite beim Kick vorne bei der Jägerstraße, kennen vielleicht einige von euch. Ja, sicher. Ja, dort arbeite ich als Kassierer. Ja. Und Wohnort, wollen Sie wissen? Nur wir wollten wissen, kann man natürlich... Das wird sich gleich auf den Wohnort dann, schätze ich, beziehen. Kann man mit einer Ausbildung vom Kick oder mit dem Gehalt überhaupt vom Kick, kann man darüber verdienen? Ja, das kann man. Ja, wo wohnen Sie dann zum Beispiel? Das wird sich dann eher auf den Wohnort beziehen, nehme ich an. Ne? Also man verdient schon Geld. Ja. Ja, das ist ja klar, aber wo wohnen Sie, wollten wir jetzt wissen? Unter der Friedensbrücke. Friedensbrücke, das heißt, er hat kein Dach über dem Kopf, aber er hat eine Brücke über dem Kopf. Das, was ist Ihr Haus genau? Ein Loch in der Wand, das haben Jugendliche zu Silvester mal eingeschossen und ja, da haben wir uns dann halt reingesetzt und mit den Kleidern vom Kick, die was ich meistens mitnehmen darf, daraus haben wir uns halt ein bisschen was gemütlich gemacht. Mhm. Okay, was uns jetzt noch interessiert, haben Sie Frau? Und der Name ist Mary. Ja. Kommt von Maria. Ja, weiß ich. Ja, und haben Sie auch Kinder? 21 Kinder, wie viele Geburten waren das? 16. Das heißt, das waren Zwillinge und Drillinge. Aha. Ja. Ja. Okay. Das Interview war sehr informativ, hoffentlich, war auch für die Zuschauer sehr interessant. Arbeitet jetzt niemals beim Kick. Und ja, Herr Eckert, wir verabschieden um den Punkt von Ihnen. Wir verabschieden Sie von Ihnen. Wiedersehen, Herr Eckert, das hat mich sehr gefreut. Bitte beim Hinterausgang, ja, wir können ihn ruhig filmen, wenn er rausgeht, ja, ja, man kann ihn ruhig filmen, wenn er rausgeht. Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao. Okay. Okay, das war jetzt gerade nicht wirklich, also es war zwar lustig, aber nicht so informativ. Ja, okay, wir fangen gleich weiter an, wir haben Top 5 Mutterwitze vorbereitet. Das hat sich einen Applaus verdient, ja. Und wir machen auch gleich Platz 5. Okay. Deine Mutter ist so fett, dass Gott kein Licht erschaffen konnte, bevor sie nicht aus dem Weg ging. Lustig. Okay. Deine Mutter, Platz Nummer 4. Deine Mutter ist so hässlich, dass die Bauern sie auf dem Feld als Vogelscheuche aufgestellt haben. Jo. Das ist schon sehr lustig, ne? Deine Mutter ist so dämlich, sie fährt mit dem Deo-Roller zur Arbeit. Ich wollte auf Ring schon, aber ich hoffe, dass ich das absturz. Ups, vertippt. Bitte den Trommelknopf. Danke. Okay, Platz Nummer 2. Deine Mutter ist so fett, wenn sie sich ein gelbes T-Shirt anzieht und auf einen Berg rauf spaziert in der Früh, dann denkt man mal, geht die Sonne auf. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1, der Platz Nummer 1 Witze, der Top 5 aller Mutterwitze. Juhu! Ja, deswegen geht auch gleich die Atomkraftwerk-Alarm los. Aha. So, okay. Wir kommen zu Platz Nummer 1 der Mutterwitze. Den kennt ihr sicher alle. Deine Mutter ist so dämlich, sie liegt nicht auf dem Sofa und schaut Fernsehen, sondern sie liegt auf dem Fernseher und schaut Sofa. Das war's. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch gefreut, unsere Videos anzuschauen.